Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck. Die Deutsche Börse AG. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt. Zuvor aber noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. So, los geht's. Zuerst aber kurz zur Dividendenrendite und die liegt aktuell bei 1,7%. Fangen wir an mit dem ersten Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Hier haben wir aktuell einen Wert von 49% und das ist sehr gut und deshalb gibt das einen Punkt. Das zweite Kriterium, wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow der Aktie? Hier haben wir aktuell einen Wert von 62% und das ist noch im guten Bereich nach meiner Ansicht nach und hier gebe ich einen halben Punkt. Das dritte Kriterium, hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Deutsche Börse AG und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren von 2,10 Euro auf 2,90 Euro je Aktie angestiegen und hier gab es nur einmal eine leichte Dividendenkürzung. Und aufgrund der einmaligen Kürzung in den letzten 10 Jahren gibt es hier einen halben Punkt Abzug. Und damit einen halben Punkt. Und damit zum vierten Kriterium. Hat die Firma in der letzten großen Crash-Phase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Die Dividende ist in der Finanzkrise, also kurz vorher bis kurz danach, angestiegen und zwar von 1,70 Euro auf 2,10 Euro je Aktie. Und in diesem Zeitraum gab es auch keine Dividendenkürzung. Und daher gibt es hier von mir einen Punkt. Dann zum fünften Kriterium. Wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognosen entwickeln? Also die Analysten, die erwarten, dass die Dividende ansteigen soll im nächsten Jahr und zwar von 2,90 Euro auf 3,15 Euro die Aktie. So zumindest die aktuellen Prognosen. Und aufgrund dieser positiven Aussichten gibt es hier von mir auch einen Punkt. Dann zum letzten Kriterium, wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im aktuellen Jahr? Der Gewinn soll dieses Jahr laut der Analystenschätzung zumindest ansteigen und zwar von 5,47 Euro auf 6,38 Euro je Aktie. Und wegen diesem positiven Ausblick gibt es auch hier einen Punkt. So, damit kommen wir zum Gesamtergebnis und hier holt die Deutsche Börse AG bei meinem 6-Punkte-Dividenden-Check insgesamt 5 Punkte von 6 maximal möglichen Punkten und in meiner Sicherheitscheck-Ampel landet die Aktie damit auf der besten Stufe. Damit kann man als Fazit sagen, dass die Dividende momentan doch sehr sicher zu sein scheint, zumindest laut meinem 6-Punkte-Dividenden-Check. Und in meiner Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meiner zweiten Videoserie, da erreicht die Aktie momentan den 8. Platz, wie ihr hier seht. Und insgesamt habe ich bis jetzt in meiner zweiten Videoserie 62 Aktien analysiert. So, damit kommen wir auch zum Ende wieder mal und da noch der Hinweis, mein Sicherheitscheck gibt nur eine Einschätzung zur Dividende der Aktie anhand der 6 Kriterien. Diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann bis zum nächsten Video, macht's gut!